meine Lieben, hier bin ich wieder. Lebe besser mit deiner inneren Uhr. Das ist unser heutiges Thema. Jeder Mensch hat eine innere Uhr, nach der er lebt. Aber er wird auch von den Sternen geleitet, jeden Tag. Sie bestimmen den Tagesverlauf bei jedem Sternzeichen des Tierkreises. Heute gebe ich euch den Hinweis, wie ein Tag für die Sternzeichen vom Morgen bis zum Abend aussehen. Vielleicht hat der Mensch mehr vom Leben, der die Nacht zum Tag macht. Dies kann man aber nur kurze Zeit annehmen, besser gesagt durchhalten. Natürlich, der fehlende Schlaf zehrt irgendwann an den Nerven und das macht krank. Doch du lebst besser, wenn du deine innere Uhr nach den Sternen ausrichtest. Das bedeutet, lebe mit den Planeten und dabei solltest du deinen angeborenen Rhythmus deines Sternzeichens berücksichtigen. Kosmische Strahlen haben tatsächlich einen geheimen Einfluss auf unser Wohlbefinden. So sind Chronobiologen durch mehrere Untersuchungen zur Erkenntnis gekommen, dass sie unsere innere Uhr vor allem von der Sonne beeinflusst wird. Eben das ist der kosmische Vater, der durch unser Sternzeichen bestimmt. Nun wollen wir mit dem Tagesverlauf beginnen. So ist der Widder nicht nur das erste Sternzeichen im Tierkreis, das in die Welt drängt, um sie zu erobern. Er stürmt früh in den Tag mit voller Aktivität, während der Stier sich noch einmal im Bett herumdreht. Schütze und Steinbock befinden sich bei den Kämpfern in der ersten Reihe und lösen alsbald die kniffligen Probleme. Auch der Stier wirft jetzt seinen Motor an und läuft am Vormittag zur Höchstform auf. Um die Mittagszeit melden sich Zwillinge und Jungfrau. Merkur fördert sie dazu auf. Sie haben die besten Ideen in Konkurrenz am Arbeitsplatz und sind überlegen, listig und kreativ. Beim Stier und Löwen ist es so, werden sie zu früh aus dem Bett geklingelt, lässt ihre Konzentrationsfähigkeit gegen Mittag nach und sie werden müde. Eine Spezialität des Löwen ist, andere für sich arbeiten zu lassen. Sie sind eben königlich. Am Spätnachmittag greifen der Skorpion und der Schütze an, um jeden Zweikampf gegen liebenswerte, weichere Sternzeichen wie die Waage und den Krebs, aber auch die Fische zu gewinnen. Gegen Abend ist der Höhepunkt für manuelle Fähigkeiten wie Handarbeiten, Malen und Bastelarbeiten, während die Waage, Krebs und die Fische wahre kreative Tätigkeiten ausführen, denken Zwillinge und Schütze schon an die Nacht. Zeit fürs Leben, Partys und Verabredungen mit Freunden und Bekannten. Der Wassermann liebt es jedoch, mit den Kollegen noch ein Gläschen zu trinken und den Tag ausklingen zu lassen. In den frühen Abendstunden sollte das Gebot für alle Sternzeichen sein, sich zu erholen. Aber der Uranus verwirrt diese Uhrzeit. Die große Stunde kommt am Abend für die Fische. Sie lieben gute Musik und Theater, sind aber auch besonderen Gaumengenüssen nicht abgeneigt. Das gilt
allerdings auch für den Stier, der noch nicht eingeschlafen ist. Beide Sternzeichen genießen Theater und Film, aber auch ein gemütliches Abendessen. Mit guten und konzentrierten, klugen Gesprächen wie auch Diskussionen glänzt der Wassermann als charmanter Redner und ist sehr gern im strahlenden Mittelpunkt bei einer Party. Der Wassermann ist dann in Hochform. So, meine Lieben, das war der Tagesablauf, den die Sterne für ihre Sternzeichen im Tierkreis bestimmt haben. Erkennt ihr euch? Erkennt ihr euch wieder in eurem Sternzeichen? Ich wünsche euch viele schöne und erfolgreiche Tage im besseren Leben mit eurer inneren Uhr. In Liebe, eure Derya.